Es ist bitterkalt draußen, aber unserer heutigen Gewinnerin wird es hoffentlich richtig warm ums Herz, denn ich habe den Scheck mit 850 Euro. Haus Nummer 8, hier müsste die Ines wohnen. Es ging um die Frage, ich bin ein Blutsauger mit viel Vergnügen. Die richtige Antwort hat sie gewusst, sie hat den Jackpot geknackt, 850 Euro. Und wir schauen mal, ob sie da ist. Sie ist nicht da, dann brenne ich mit der ganzen Kohle durch. Ha, die Ines ist da. Hallo, der Hallo, Roman. Hallo, guten Morgen. Grüße Sie. Es geht um diesen Scheck. Oh. Liebe Ines. Super. Ein Blutsauger mit viel Vergnügen beim heiteren Kandidatenraten. Die richtige Antwort war? Eine Spaßbremse. Spaßbremse. Ich wäre nie drauf gekommen. Wann haben Sie gewusst, das könnte die richtige Lösung sein? Oh, beim Frühstückstisch sind wir auf die Idee gekommen. Ja. Beim Hin- und Herraten, was es sein könnte. Und dachten so, ja, jetzt rufe ich einfach mal an. Ach, das ist schön. Und das ist der Scheck, 850 Euro. Haben Sie schon eine Idee, was Sie mit dem ganzen Geld machen? Oh, auf jeden Fall ein paar schöne Urlaubstage. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Wo soll es hingehen? Wissen wir noch nicht. Im Winterurlaub. Ah, wie groß ist Ihre Familie? 4. 2 Kinder und Mama, Papa. Ja, Menschenskinder. Mit 850 Euro kann man richtig viel machen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie bleiben unserem Sender weiterhin treu. André und die Morgenmädels werden ja einen neuen Jackpot ins Leben rufen. Und vielleicht gewinnen Sie ja das nächste Mal wieder. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich sehr. Alles Gute, toi, toi, toi und bis zum nächsten Mal. Gut, danke. Dankeschön. Danke.